aufpassen, dass wir nicht aufsitzen. Schon wieder. Und schon wieder. Schatze! Ich sitze auf! Es hilft nichts, ich bin zu fett. So, guten Morgen, 3. August, Tag 6. Wir sind wach, wir werden es halt zusammenpacken, werden wir noch frühstücken. Und heute, wie man sieht, ist es ein bisschen wiesig, beziehungsweise es ist noch keine Sonne nicht da. Für das, dass es halb neun ist. Wir werden jetzt frühstücken und dann werden wir uns was suchen, wo wir mal ein bisschen wandern gehen können. Weil ich glaube, für das passt das Wetter heute perfekt. Mhm. So, liebe Leute, wir sind wieder on the road again. Wir haben ausgecheckt am Campingplatz. Wir fahren jetzt ca. 56 Kilometer, ungefähr 50 Minuten lang, wo man ein bisschen wandern gehen kann. Mittlerweile kommt die Sonne auch schon ein bisschen durch. Jetzt, die Karin hat schon einen Sonnenbrunnen auf. Und ja, die Augen wird auch schon besser. Jetzt werden wir mal dann, wenn wir in der Stadt kommen, noch Augentropfen besorgen. Und wir gehen euch wieder bis dorthin eine kleine Zeitraffer vor der Fahrt. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Umweg gemacht von 45 Minuten ungefähr. Wir sind noch in die nächste größere Stadt gefahren, waren in einer Apotheke und haben für die Karren, für die Augen noch, wollten wir Augentropfen haben, die hat es aber nicht gegeben, die hat uns so Anti-Allergiker-Tabletten hat uns gegeben. Schauen wir mal, wie das wirkt. Auf alle Fälle sind wir eh schon 12 Kilometer vorm Nationalpark, wo wir wandern gehen. Ihr kriegt jetzt wieder eine kleine Timelapse und dann sind wir eh schon. Wir sind angekommen, es ist da. Die Parkplätze sind da brechend voll, wir haben genau einen Parkplatz erwischt. sind aber schon die zweite Runde gefahren. Schauen wir mal, was uns erwartet. Entweder das war was für den Stefan. Das war was für den Stefan. Eher das noch. Das wollen wir nur mal erleben. Das ist ja geil. Da ist die Abdeckung vom Reserveradl ein Griller. Hey, ein Österreicher aus Mödling. Ah ja. Puh, wir sind nicht allein. Du, da sind wir. Wir gehen irgendeine lange Runde. Keine Ahnung. Ich habe gesagt, wir müssen es ein wenig ausnutzen, da wir gehen die 12 Kilometer nicht die 7. Das ist die Köfsjön rund 12. Ja. Ich habe es gefunden. Wir gehen die Route. Da sind wir. Ich weiß nicht, ob wir die Richtung gehen. Oder ob wir die Richtung gehen. Aber eine von denen gehen wir. Ihr wisst ja, die Karin kann ich dabei nicht fragen, ob es mir die Schuhbandel pinnt, weil sonst habe ich da nicht eine Masche dran. Ich sehe schon wieder von den zwei Augen. Schau. Ja, es ist schon viel. Man weiß zwar nicht, ob man es auf der Kamera sieht, weil du so einen Schaden hast. Es ist schon viel besser geworden. So, Käfschen rund 12.
trotz, dass so viele Leute sind am Parkplatz, haben wir eh schon gedacht, verrennt sich das. Und keiner ist wahrscheinlich so blöd, dass er die 12 Kilometer geht wie wir. Unbedingt sagen, weil ich das immer wieder faszinierend finde. Da ist einfach wieder so eine Aussichtsplattform, wo man schön Lagerfeuer machen darf. Das ist halt da ganz normal. Größte Hochmoor Schwedens, habe ich gelesen, wo wir da gerade sind. Ich kenne mich nicht aus. Da ist wieder. Weg ist. Es ist schön, dass wir mal in den Wald wiederkommen. Mhm. Wir haben euch das nämlich jetzt nicht gefilmt, weil das, wir haben schon gedacht, das geht jetzt 12 Kilometer so dahin in dem Moor. Aber so wie es ausschaut, kommen wir jetzt wieder ein bisschen in den Wald. Da kommt auch der einäugige Bandit. Nein, es schaut eh schon gut aus. Weißt zweiäugig. Du? Zweiäugige Bandit. Zweiäugige Pirat. Eineinhalbäugig. Ja. Ein Wegweiser für die Karin Fümer. Ganz, ganz wichtig. Ja, Rand 12 müssen wir. Das ist ein Moos, gell? Ja. Das ist ein Moos. Da sind viele schöne Moosflächen dazwischen. Eine Bank zum Hinsetzen. Ja. Aber wir hören unsere Lieblingsviecher schon wieder. Na, hast du jetzt Gleichgewicht verloren? Jo. Und es geht wieder auf Holzbrettern über Stock und Stein, hätte ich gesagt. Aber das ist nicht Stock und Stein. Das ist eher Sumpf und Moos. Und da sind überhaupt kein Bewuchs, außer so komische Bäume. Wir haben gesagt, wir machen jetzt genau da eine Pause drinnen, was essen, Abfall. Und dann gehen wir weiter. Also, was ich wirklich sagen muss, die, was da die Holzbretter verlegt haben, das war schon ein Mega-Hocken. Also extrem viel Arbeit, weil das sind ja kilometerweise gingen die. Dann kommt wieder mal ein Stückchen wie da, wo keine sind, aber der Großteil ist mit Holzbretter beplankt. Alle Achtung! Und halten dann die auch nicht ewig. Die müssen irgendwann einmal austauscht werden. Ja, wir sind circa bei der Hälfte von der Wanderung. Das heißt, wir haben 6 Kilometer geschafft, haben aber nochmal circa 6 Kilometer. So, weiter geht's über eine Weidefläche. Auch Kühe sind schwarz-weiße, habe ich schon gesehen. Was auch immer da war einmal was. Oder was auch immer das ist. Und dürfte auch irgendwas sein, wo man einkehren kann und was essen kann. Bin mir aber nicht sicher.
The rest cabin is always open for everyone. Please keep it nice. Man soll es schön halten. Ist immer geöffnet für jeden. Das ist aber schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Ja? Mega. Echt nett. Wir gehen aber weiter, gell? Ja. Und es geht wieder weiter auf dem Bretterweg. Das ist ja eine interessante Stimmung, was man da gerade hat. Was tust du? Wie hältst du deinen Kopf, dass er nicht runterfällt? Nein. Auslüften. Der Kapperl. Hä? Auslüften. Auslüften. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. So, jetzt haben wir wieder bei der Wegmarkierung. Der Motor hat sich auch drinnen. Ich habe schon über 2 Bier verdient, gell? 2 Bier plus. Boah. 2,6 Kilometer. Mir tut es eh schon wieder mit der Wanderung. Ich mag eigentlich keine so 12 Kilometer Wanderungen nicht gehen. Aber da muss ich durch, weil ich habe es eh selber ausgesucht. Weil es war auch nicht so gewesen, dass nicht so 5 oder 6 Kilometer Wanderung war nämlich auch zur Verfügung gestanden. Aber nein, da gehen wir schon die 12 Kilometer. Natürlich machen wir die. Weil von dem her bin ich eh selber schuld. Ich glaube, die tun da ein wenig bauen. Das schaut ziemlich neu aus. Die machen da eine Restauration anscheinend. Restaurierung für die Wattvögel. Ah, okay. Um 1840 wurden die Oberflächen des Kätzchen und des Haraldssohn abgesenkt, um mehr Ackerland zu gewinnen. Es entstanden Feuchtwiesen, die viele Vögel anzogen. Die Flächen waren jedoch schwer zu bewirtschaften. Und als sie aufgegeben wurden, begannen Büsche die Oberhand zu gewinnen. Um wieder mehr Vögel anzuziehen, werden die Flächen nun renaturiert. 2023 steht da im Beton drinnen. Die ist ein Jahr alt. Ja. Das ist ganz neu. Schaut eh so aus. So schaut's auch aus, ja. So, wir sind wieder am Park in dem Auto angekommen von unserer Wandertour. Jetzt heißt es für uns einmal Solarpanel einpacken. Die Batterie wird, denke ich, voll sein. Einkaufen fahren. Wir brauchen Brot und Milch und so Zeugs. Und dann begeben wir sie auf die Suche zu einem neuen Spot. Bevorzugend war ja natürlich super, wenn wir einen finden, wo vielleicht eine WC-Anlage oder Duschen in der Nähe war. Das glaube ich aber fast nicht. Duschen, okay, war mir noch wurscht. Wir haben genug Wasser, wir können da so, wir können unsere Duschen einmal ausprobieren, was wir haben, wenn es ist. Mhm. Das ist nicht das Thema, aber jetzt fetzen wir mal los. So, wir sind unterwegs zu unserem nächsten Spot, zu unserem nächsten Übernachtungsplatz. Wir waren jetzt einkaufen, haben ein wenig was gekauft, dass wir frühstücken, dass wir was zum Frühstücken haben. Das Einzige, was mir ein wenig Sorgen macht, ist die Wolken da. Aber vielleicht haben wir Glück. Schauen wir mal, ob der Spot überhaupt was ist. Der sollte neben einem Golfplatz sein. Ich muss euch das einfach sagen. Du genial, du fährst halt da einfach auf Schoderstraßen. Wir haben jetzt schon 6er, 7 ist übertrieben. 3er, 4er Stellplätze waren es aber schon. 5er. Oder 5er, die was wir abgerast haben, da ist aber überall schon wer gestanden, ein deutscher Staatsbürger. Und jetzt suchen wir uns irgendwo ein Platz, wo was frei ist. Weil ihr wisst es eh, am liebsten war uns, wenn wir unsere Ruhe haben. Sonst stelle ich mich da irgendwo hin, weißt du? Ist auch kein Thema.
Aber ich möchte jetzt ein wenig schauen, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, dass wir ein wenig gerade stehen. Weil, falls es ringert wird, möchte ich unser Heckzelt drauf bauen. Und da soll es einigermaßen gerade sein. Schauen wir mal, was uns erwartet. Da werde ich euch das jetzt sagen müssen. Ich finde das absolut faszinierend. Wir fahren da einfach auf Schoderstraßen. Ich glaube, dass wir unseren Platz gefunden haben. Ich glaube, wir werden sie da herstellen. Das ist nämlich eine kleine Feuerstelle. Und Karin hat gesagt, da geht der Weg runter zum Wasser. Ja, das ist jetzt unser endgültiger Spot. Wir sind jetzt einfach nur ein Stück weitergefahren. Da ist sogar ein Lagerfeuerstuhl. Da ist ein See unten. Und da haben wir jetzt unser Setup aufgebaut, weil wir nicht wissen, es schaut, ja, vielleicht bleibt es eh trocken. Aber wenn nicht, dann hängen wir im Dachzelt fest und können nichts tun. Jetzt habe ich einmal das Ding da einfach aufgebaut, weil wir haben sie dafür gekauft da. Und dann kann ich euch da ein bisschen ein Rundur zeigen. Und wir sind ein bisschen vor dem Moskito geschützt, wenn wir einen Klick haben. Also da Auto, kennt ihr ja eh. Und da haben wir jetzt unseren Tisch, Sessel, da können wir auch kochen. Und da haben wir unsere Kleiderschränke, der Karinierschrank, mein Schrank, ja. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Oder ob es uns beim ersten Winter das ganze Ding da weggereißt. Das kann natürlich auch sein. Aber dann ist es halt so. Ah, ich glaube, das passt schon. Ich glaube, das passt schon. Jetzt wäre es doch Zeit. Aufbauen. Dann haben wir zum Nächtigen auch was. So, Schlafzimmer habe ich auch aufgebaut. Hinten schaut Karin aus dem Wohnzimmer raus. Ja, mal schauen. Mal gucken, wie es wird. Aber ich glaube, der Platz ist nicht so schlecht. Es ist rein gar nichts. Da unten ist ein See. Jetzt werden wir mal ein Bier trinken. Das ist einmal das Erste. Weil sonst geht das gar nicht. Ah, da geht der Weg runter. Ein hübscher Steiler. Und geht da raus. Wahrscheinlich ist da ein Steg oder irgend sowas. So, wir haben gekocht. Spaghetti Bolognese, also einfach nur Tomatensauce und Spaghetti, mich recht für mehr ist nicht. Aber das gibt es da beim Hofer oder Aldi, wenn zum Licht geht, beim Hofer oder Aldi gibt es das in fertig. Da ist die Tomatensauce in einem Beutel drinnen, die machst du einfach warm. Dann gibst du die Gewürzmischung dazu. Und die Spaghetti kochst du halt einfach 10 Minuten lang im kochenden, siedenden Wasser. Ja, und dann hat man da auch kurz Essen. Mhm. Mahlzeit, Karin. Mahlzeit, Stefan. Danke. Das geht sogar für das ein bisschen Licht. Die Bildqualität von der Osmo Pocket 3 nicht einmal so schlecht. So, Tag 6, glaube ich, erfolgreich abgeschlossen. Wir liegen in unserer Behausung. Wir sehen uns da morgen wieder. Genau.
Every mountain peak, every wooded glade, we'll capture it all in our hiking parade. From sunrise to sunset, we'll conquer the land. On our YouTube channel, we'll take a stand, sharing our adventures with hearts full of glee. Stefan and Karen, the hiking duo, you'll see. Oh, let's hike together, hand in hand. Nature's beauty will make our stand. Capture the mountains, the river so grand. In our YouTube wanderlust, wonderlust.